Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tellan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toyguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, was tatsächlich sehr nützlich sein kann. Und zwar kriegen wir das einmal hier über den Handelsposten. Wir haben gerade quasi den Handelsposten-Loot vom August 2023 da. Falls ihr das Video später schaut und quasi anderer Loot drin ist, keine Angst, der switcht immer wieder und Sachen, die früher im Handelsposten waren, kommen immer wieder. Heißt, nach einer Weile müsstet ihr das Toy auch wieder drin haben. So, wir gucken einmal rein, was haben wir da Schickes? Wir haben einmal hier Astraler Transmogrifizierer. Und den können wir auch mal anklicken. Das ist quasi so ein astraler Kollege hier. Das hat mich 500 von den Marken gekostet. Und ja, was macht das? Beschwört einen astralen Warpweber, der 10 Minuten lang bleibt und eure Ausrüstung transmogrifizieren kann. Und ja, wir haben den einmal schon gekauft. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar müssten wir den hier einmal drin haben. Transmogrifizierer, da haben wir ihn. Den stellen wir einmal auf und ja, wie es im Vorschaubild schon war, haben wir hier, oder angezeigt war, haben wir hier jetzt diesen Astralen, den können wir anklicken und dann, wie wir es von den Händlern kennen, beziehungsweise auf dem Jack haben wir ja auch so einen Kollegen, können wir jetzt unsere Ausrüstung hier ein bisschen anpassen, zum Beispiel das Challenge-Mod-Set drauf, Transmogen oder irgendwas anderes, was ich mir eingespeichert habe und ja. Ist eine ganz schicke Sache. Aktuell ist sogar gerade noch so ein Event, so ein T-Mog-Event. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Hier der große Style-Check, genau. Heißt, ja, da könnt ihr jetzt kostenlos transmogrifizieren. Normalerweise müsst ihr halt ein bisschen was zu zahlen. Mehr ist es jetzt eigentlich nicht. Ist auf jeden Fall eine nützliche Sache, vor allem, wenn ihr das Jack nicht habt. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Toy-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.